Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Gut gebaut. Wer von den eigenen vier Wänden träumt, sollte sich frühzeitig Gedanken über die Finanzierung machen. Gut versteckt. Außergewöhnliche Immobilien sind oft erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Und gut geschützt. Warum auch Hobbyheimwerker auf die richtige Arbeitsschutzkleidung nicht verzichten sollten. Willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Immer wieder geben wir Ihnen hier in der Sendung Informationen und Tipps zur richtigen Baufinanzierung. Auch wenn Sie aktuell nicht vorhaben, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen oder zu bauen, sollten Sie sich rechtzeitig Gedanken über die richtige Finanzierung machen. Ein langfristiges Konzept ist das A und O. Der Trend zum Eigenheim ist ungebrochen. Niedrige Zinsen bieten potenziellen Bauherren mehr Möglichkeiten, eine Immobilie zu finanzieren. Und wer am wahrscheinlich größten finanziellen Projekt seines Lebens Freude haben will, sollte sich gerade dazu schon im Vorfeld Gedanken machen. Es ist wichtig, dass man sich über die Kosten ganz bewusst ist, weil es entstehen sehr viele Kostenpositionen bei so einem Haus, angefangen von der Planung über dann die Einzelkosten, über Bauzeitzinsen etc. Ich denke, man muss sich informieren, was man haben möchte, wo man leben möchte, was man für Anforderungen an so einen Standort hat und dann muss man miteinander schauen, ob das realisierbar ist. Wer bereits ein konkretes Objekt im Auge hat, für den erstellt der Experte ein Finanzierungskonzept anhand einer Einnahmen-Ausgabenrechnung. Die zweite Möglichkeit, eine perspektivische Beratung. Das heißt, wir holen den Kunde in einem sehr frühen Stadium der Beratung ab oder des Wunsches ab und sagen, okay, perspektivisch auf die nächsten paar Jahre, was wäre da denkbar, was ist der Kundenwunsch, wie viel kostet der und wann möchte er den erfüllen. Und dann spielen wir miteinander ein Konzept durch und schauen, ob er sich das leisten kann. Was sich jeder mögliche Eigenheimbesitzer leisten können muss, ist die monatliche Kreditrate. Ebenso sollte man zwischen 15% und 20% Eigenkapital mitbringen, um eine solide Finanzierung aufbauen zu können. Fehlt das Eigenkapital, kann es im Einzelfall durch Sicherheiten, wie zum Beispiel in Form von Grundschulden, ersetzt werden. Wer über Jahre eine Finanzierung plant, muss vorbereitet sein. Das Wichtigste ist Flexibilität. Das zeigt das Leben. Also wenn man so schaut, was im eigenen Leben so alles passiert in den Jahren, dann ist es wichtig, dass genügend Flexibilität in so einer Finanzierung mit eingebaut ist. Das muss man aber auch von vornherein mit einbauen. Ändert sich die Lebensplanung, kann zu jedem sogenannten Zinsablauf das Finanzierungskonzept neu geplant werden. In vielen Berufen ist die Arbeitsbekleidung vorgeschrieben. Speziell beim Handwerk und in der Baubranche ist Schutzkleidung Pflicht. Warum Sie auch als Hobbyhandwerker oder Hobbygärtner auf die richtige Kleidung achten sollten, das sehen Sie gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Ist es nicht schön, dass unser Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird? Es ist nicht schön zu wissen, dass man das Richtige tut. Sie träumen von einer eigenen Wohlfühloase im heimischen Garten? Wir verwirklichen diesen Traum für Sie. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Gestaltung Ihres Gartens geht. Von Pflanzen über Stein und Holz bis hin zu Wasseranlagen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum. Vereinbaren Sie einen Termin. Paul Saum, www.saum.de.
Bei seiner großen Schwester ist Leon einfach gut aufgehoben. Auch wenn es manchmal kracht, die beiden sind ein richtig gutes Team. Es ist einfach schön zu sehen, wie schnell sich meine Kinder entwickeln. Man sieht's an Lisa. Sie ist schon so groß geworden. Und jeden Tag ist bei uns etwas los. Gut, dass ich da zwischenzeitlich gelassen bleiben kann. Trotzdem bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt. Heute ist Lisa Ärztin und morgen will sie Ballerina werden. Gut, dass ich einen verlässlichen Partner an meiner Seite habe, der mich versteht und auf mich eingeht. Denn so könnt ihr zwei schon bald in unserem eigenen Garten spielen. Mama, träumst du? Ja, was ganz Schönes. Was auch immer das Leben für sie bringt, wir sind an ihrer Seite. Sparkasse Bodensee. Gut für mich. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Viele nutzen ihr Zuhause heute nicht nur alleine zum Wohnen. Das Büro, der Hobbykeller, die Einliegerwohnung zum Vermieten. Mit genügend Platz ist fast alles möglich. Bei den Bauen und Wohnen Immobilienträumen zeigen wir Ihnen heute ein Anwesen, das genügend Platz für alles hat. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Die interessantesten Dinge liegen oft im Verborgenen. Nur wer genau hinschaut, erkennt auf diesem eingewachsenen Grundstück in Uhlingen ein Haus, das ein bisschen verwunschen scheint. Gelegen im beschaulichen Dorf Seefelden, ganz in der Nähe zum Überlinger See, liegt dieses denkmalgeschützte Bauernhaus. Wir befinden uns in einem Linzgau-Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Früher war das eine Gaststätte für Wanderer und Durchreisende, die den Ort Maurach besucht haben, die Gegend genießen. Wir sind ja auch sehr nah am See hier. Fachwerkhaus, also man sieht das auch in vielen Teilen des Hauses noch, die alten Balken, diesen Fachwerkstil eben, der hier komplett durchgezogen wurde und immer noch erhalten blieb. Die Raumaufteilung erinnert ebenfalls an frühere Zeiten. Auf der einen Seite kleine verwinkelte Räume, auf der anderen große, helle Zimmer. Fast könnte man sich verlaufen auf den insgesamt 598 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Hier vereinen sich derzeit Wohnung, Praxis und Atelier. Linzgau steht für Wohnen, Landwirtschaft unter einem Dach. Und insofern sehe ich das hier auch für Künstler, Kreative, Individualisten, vielleicht auch Wohngemeinschaften, die sich hier kreativ ausleben können. Ja. Auch ein Mehrgenerationenhaus ist hier möglich. Wer so ein Haus bezieht, kann sich frei entscheiden, wie er die zahlreichen Räume nutzen will. Dazu beträgt allein die Grundstücksfläche 3247 Quadratmeter und der Garten bietet noch eine Besonderheit. Wir stehen jetzt hier vor der alten Schnapsbrennerei, die immer noch ein Brennrecht hat. Das Brennrecht gilt ja nicht für den Eigentümer, sondern für das Grundstück. Und hier gibt es noch ein Brennrecht bis 2020. Haus, Garten und nicht zu vergessen eine separate Ferienwohnung mit 80 Quadratmetern Fläche finden sich versteckt in Seefelden. Beim nächsten Spaziergang sollten Sie also ganz genau hinschauen, was sich manchmal hinter Hecken und Sträuchern verbergen kann. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Eine spannende Immobilie, die viel Platz für Kreativität lässt. Solch ein Anwesen will natürlich auch gepflegt werden, das Haus selbst und auch der Garten. Sind wir mal ehrlich, liebe Zuschauer, ziehen Sie zum Rasenmähen oder auch zum Heckenschneiden Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und auch Gehörschutz auf? Ich ehrlich gesagt nicht, doch sinnvoll wäre es allemal. Zimmermann, Maler,
Elektriker, Forstarbeiter. Ein bisschen von diesen Berufen steckt doch in jedem von uns. Spätestens dann, wenn wir unser Zuhause mal wieder auf Vordermann bringen wollen. Doch während im Berufsleben die richtige Schutzkleidung Vorschrift ist, wird sie im Privaten oft vernachlässigt. Dabei ist Arbeitsschutzkleidung heute längst mehr als der typische Blaumann. Arbeitskleidung nähert sich immer mehr der Outdoor-Kleidung. Und durch das ist es natürlich für den Privatmann genauso interessant. Mittlerweile werden Softshell-Jacken und so weiter getragen, auch in der Freizeit. Und der Privatmann ist natürlich auch derjenige, der auch auf bequem und auf Funktionalität größten Wert legt und natürlich auch auf Winddicht, Nässeschutz und so weiter, alles was hier dazu gehört. Und natürlich auch auf Sicherheit. Klar, die Sicherheit steht immer noch an erster Stelle. So ist die Grundvoraussetzung für jeden Arbeitsschuh die Stahlkappe vorne. Nur, dass man es den Schuhen heute nicht mehr ansieht und vor allem nicht spürt. Das Besondere ist wirklich, dass sie vor allem leicht sind, dass sie vor allem sehr sportlich ausschauen. Also man sieht es wirklich hier bei diesem Schuh auf den ersten Blick auch gar nicht mehr als Arbeitsschuh erkennbar. Aber wir entsprechen trotzdem allen Sicherheitskriterien, die wir brauchen. Ob im Beruf oder zu Hause, die Risiken beim Sägen, Schleifen oder Schrauben sind immer die gleichen. Aus diesem Grund muss auch die Schutzkleidung immer passen. Vor allem gerade im Heimwerkerbereich ist natürlich ganz häufig zum Beispiel der Fall, dass ich Holz abschleife, alte Kommode von aus dem Dachboden wieder sanieren möchte oder so. Hier ist es oft der Fall, dass man wirklich alte Lacke drauf hat, aber auch der Holzstaub an sich schon. Ist schon so fein und auch in hoher Konzentration wirklich nicht gesund für die Lungen. Viele nehmen immer gerne so eine klassische Grobstaubmaske, weil sie sagen, ja, da bin ich ja geschützt mit. Das ist aber nicht immer richtig. Für manche Sachen schon, im Holz, in dem expliziten Beispiel jetzt gar nicht. Hier müsste man wirklich jetzt eine EP2-Maske nehmen, die wirklich auch für Holzstäube und eben für verschiedene Lackierungen wirklich ausgelegt sind. Jetzt im Herbst steht bei vielen wieder das Zuschneiden von Kaminholz an. Und wer jetzt glaubt, dass so eine Schutzkleidung dafür übertrieben ist, der irrt. Oder wussten Sie, dass sowohl ein Rasenmäher als auch eine Kettensäge 90 Dezibel erzeugen? Ab 75 Dezibel sollte man sein Gehör bereits schützen. Noch höher die Gefahr, mit der Kettensäge abzurutschen. Hier hilft nur ausreichender Schutz, und zwar im Komplettpaket. Deshalb immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich sagt, wir nehmen die Schnittschutzhosen, wir haben den Forsthelm oder Gehörschutz, wo das Sichtvisier quasi drauf ist, wo vor anfliegenden Spänen schützt. Und ganz klar natürlich den Schnittschutzstiefel, wie man quasi hier haben, wo man quasi nämlich dasselbe Material, wie man nämlich in der Schnittschutzhose auch haben, quasi drin haben, welches nämlich bei einem Einschnitt quasi durch die Kette eingezogen wird und quasi die Sägekette zum Stillstehen bringt. Der Schnittschutz ist übrigens sowohl in der Profi- als auch in der Heimwerker-Variante immer derselbe. Einziger Unterschied: die Stoffqualität der Kleidung und damit auch der Preis. Mittlerweile ist Schutzkleidung für den Privatgebrauch durchaus erschwinglich. Und an der Sicherheit sollte man bekanntlich nicht sparen. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Nachdem die dunkle Jahreszeit begonnen hat, zeigen wir Ihnen kommende Woche, wie Sie Ihr Zuhause richtig gegen Einbrecher schützen. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.